Freunde der Nacht. Es geht weiter mit WoW Vanilla WoW Classic. Wir sind in der Felsadermine und müssen hier dieses Handbuch vom Samo Flang zusammensetzen. Uns fehlt aber noch der Einband. Der Handumschlag. Keine Ahnung. Der muss von irgendeinem Mob hier droppen. Noch habe ich hier keinen Big Boss gesehen, aber hier, das scheint so eine Sackgasse zu sein. Vielleicht haben wir Glück und hier taucht gleich der Boss auf. Irgendwo wird er hier mit Sicherheit sein. Ist er das hier? Nö. Übrigens habe ich ja im letzten Part gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich mich aus dieser Mine direkt raus teleportieren werde, weil ich nicht Lust habe, den Hinweg wieder direkt zurückzulatschen. Das werde ich wahrscheinlich revidieren. Ich werde wahrscheinlich doch mich zurück im Zweifel rauskämpfen, weil ich draußen noch die Raptoren erledigen muss. So, Nahrungsmittelkiste, da ist meistens eh nur Crap drin, aber... Oh, 4 Fleischschenkel. Nichts gesagt, nichts gesagt. Da kann ich sogar tatsächlich was mit anfangen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es teilweise schon nicht mehr ganz so viel bringt. Das kann auch einbildend sein. Übrigens, es gibt noch eine Möglichkeit hier, warum wir bis jetzt noch keinen Anführer oder sowas gesehen haben, der hier so ein Bucheinband droppen könnte. Und zwar erinnert euch, dass am Anfang draußen ja noch so Mobs respawned sind. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass vor uns hier jemand drin war. Und uns den Mob quasi vorweg geklaut hat, ja. Also das ist ja durchaus möglich. Was ist hier? Ist das einer? Ich kann ihn gar nicht anklicken. Nee, das ist auch ein normaler Vollstrecker, der hier auch. Komm. Kommen auch beide direkt. Hier. Greift nach seinem vergifteten Dolch. Das habe ich hier auch noch nie gesehen. Heißt das, der kann irgendwie so auf den letzten Metern noch ein Target vergiften? Vorarbeiter, das ist alles. Wenn ich hier nicht aufpasse, habe ich gleich die ganze Hütte am Dampfen hier. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Übrigens Graveyard ist das übrigens. Kloster Graveyard ist ein Graveyard. Selbst wenn ich jetzt übrigens einen Dungeon finden würde, ich würde nicht zusagen können. Weil ich einfach... Oh, das ist er doch. Das ist er. Shit. Oh, fuck. Das ist er auf jeden Fall. Wenn er das nicht droppt, dann weiß ich auch nicht. Und der flüchtet auch nicht. Wohin auch? Ja? Unter dem Pavillon. Ja, da ist es. Und das bedeutet, ich kann das jetzt zusammensetzen, oder? Ja, das war's. Und in die Richtung gehe ich jetzt auch, weil hier noch eine Mine ist. Zinnvorkommen sogar. Zinnvorkommen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Was, warum droppen denn jetzt hier noch mehr von den Handbuchseiten? Was soll das denn?
ist doch albern. Ich bin übrigens nicht sicher, ob ich weiter Bronze verhütte. Klar, mir bringt es Skillpunkte. Das ist der einzige Grund, warum ich es theoretisch noch machen würde. Aber ich glaube, vom Wert her fahre ich mal, wobei ich weiß nicht mal, ob ich besser fahre. Jetzt muss ich mich übrigens tatsächlich freikloppen. Ich habe es, wie gesagt, das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass Respawn ist, wenn ich hier raus möchte. Schon wieder! Nach seinem vergifteten Gold, Dolch hat er gegriffen hier. Ach scheiße, es ist doch nervig, dass mich jetzt hier echt... Oh, jetzt ist hier hinter mir auch Respawn. Ich versuch's so. Das war ein Fehler. Ich werde hier niemals lebendig rauskommen. Und wo bin ich jetzt? Boah, fuck. Oh Mann, ey. Oh. Und die Moral von der Geschichte. Mir fällt kein Reim ein, aber. Das würde ich nie normal machen. Und die Moral von der Geschichte rauszulaufen lohnt sich nicht. Ach, ich bin so ein Dichtmeister. Ach Mann, ist das ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ich weiß überhaupt nicht, wo man hier... Irgendwo kommt man doch hier auch automatisch laufen einschalten. Geht das nicht? Aber nachher mal kurz Interface, Tastaturbelegung. Automatisches Rennen. Kann ich das dann nicht mit dem gleichen stoppen? Okay. Ich kann dann einfach selber laufen und dann hört es auf. Dann kann ich nämlich jetzt immer noch mal auf den Desktop gucken. Nicht auf den Desktop, sondern auf dem Internetbrowser. Es ärgert mich richtig, dass ich jetzt hier diese Distanz laufen muss. Aber die Alternative, ich kann es euch ja kurz erklären, ich hatte kurz die Überlegung, dass ich mich beim Geisterheiler wiederbelebe. Aber wie ihr alle wisst, hat man danach dann Wiederbelebungsnachwirkungen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es 10, 15 oder 30 Minuten sind. Ja, aber selbst die geringste Zahl, die 10 Minuten, die ich veranschlagen würde, selbst das wäre mir zu lange. Ja, 10 Minuten irgendwie nur mit, weiß gerade gar nicht, wie schwach ist man eigentlich in der Zeit? Hat man nur noch irgendwie 20% seiner Stärke oder hat man 50% seiner Stärke oder sogar nur 10% seiner Stärke? Ich weiß das gar nicht mehr, weil natürlich habe ich mich schon öfter auch im Retail-WoW beim Geisterheiler wieder belebt, weil ich dachte, komm, pfeif drauf, ich latsch doch jetzt den Weg nicht dahin. Oder die Leiche lag an so einer unmöglichen Stelle, dass du gar nicht die Möglichkeit hattest, irgendwie da hinzukommen ohne Fliegen, weiß der Kuckuck warum. Ja, und deswegen habe ich mich dann da auch mal wieder belebt, aber dann habe ich danach immer direkt mich ausgelockt, ja, weil dieser Debuff, den du dadurch bekommst, diese Wiederbelebungsnachwirkungen, die laufen ja aus, wenn du tot bist, wenn du ausgelockt bist, ja, du bist ausgelockt und während du ausgelockt bist, läuft doch dieser Debuff runter. Jedenfalls ist es momentan so. Ich weiß nicht mal, ob das in Vanilla auch so ist, ja. Sollte dem in Vanilla nicht so sein, das wäre natürlich absolute Katastrophe.
Aber da ich heute eigentlich vorhatte, eine längere Aufnahmesession zu machen, hätte es mich doch schon sehr geärgert, da 10 Minuten warten zu müssen. Vor allen Dingen, weil das jetzt auch nicht am Ende... Gut, wenn ich jetzt am Ende eines Parts gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja auch, komm, pfeift der Hund drauf. Ich glaube, pfeift der Hund drauf ist auch so eine Sprichwort-Neuschöpfung von mir, um das Wort, SCH-Wort nicht zu sagen. Deswegen sage ich dann, anstatt von SCH der Hund drauf, sage ich pfeift der Hund drauf. Letztens ist mir übrigens passiert, da bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen, in die Stadt gefahren. Und da war, das war jetzt letzten Montag. Und da war so viel los, weil Erstsemester da waren. Ja, es war Semesteranfang und die Straßen waren voll mit Studenten, mit neuen, frisch frisch mit Abi in der Tasche kommenden Leuten. Und die Stadt war so voll. Es war so voll. Und ich bin da mit dem Auto lang gefahren. Es war überall Baustelle und es war voll und ich bin innerlich explodiert. Und da habe ich auch eine Fluchtirade von mir gegeben. Meine Güte, ihr würdet mich nicht wiedererkennen. Also das ist. Ich erkenne mich da teilweise selbst nicht wieder. Also es ist schockierend, was ich da alles so von mir geben kann. Ich muss mich jetzt mindestens gerade mal ein bisschen. Das überlebt. Uiuiui. Ui, ui. Hier, mein kleiner Freund. Nimm den Wolfstoffverband. Eieieiei. Ja, auf jeden Fall, wie wirklich der letzte Rohrspatz. Also, um es mal wieder nett auszudrücken. Man mag es mir nicht zutrauen, aber ich habe ein Schimpfwort-Repertoire, das sich über mehrere Sprachen erstreckt. Und davon habe ich mehr als nur ein wenig Gebrauch gemacht. Ja, also, obwohl ja die meisten Leute auch nichts dafür können, ja. Es wollen ja alle Leute irgendwie nur von A nach B. Aber gefühlt, ja, habe ich allen die Schuld gegeben für meine Misere in dem Moment. Kann ich da nicht hochklettern? Das wäre cool. Dann könnte ich den ganzen Schmalen hier dodgen. Na? Komm schon! Bitte! Das geht nicht. Mist. Ja, auf jeden Fall war das kein entspannter Tag. Ich überlege gerade, es war auch nicht Montag. Es war Dienstag. Dienstag war es. Aber Montag müsste doch eigentlich Semesteranfang gewesen sein. War das jetzt Montag oder war das Dienstag? Nee, das war Montag, natürlich. War Montag, weil ich Montag meine Studienarbeit abgeholt habe. Genau, natürlich. Montag. Montag war das. Ja. Also, Blödsinn, Dienstag. Ich war einfach Montag, Dienstag und Mittwoch in der Uni. Deswegen fällt mir das gerade irgendwie so schwer, da zu differenzieren. Hirnhacker. Frag mich, was die wohl dafür wollen. Das ist best in slot. How much? $650.
dachte, vielleicht wäre das, wäre die Abkürzung HM irgendwie geläufig, aber HM sagt man wohl nicht für how much, den englischsprachigen Servern. Aber vielleicht kann ich das ja einbürgern. Hm? So was Desolace created when a dev got bored and lazy. Ja, ich mag Desolace auch. Gerade auch das alte, nicht vom Kataklysmus geprägte Desolace. Und ich sehe gerade, die Zeit ist fortgeschritten. Liebe Leute, ich mache hier einen Cut. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit WoW, Vanilla WoW. Klassik. Macht's gut. Bis morgen. Ciao. Kakao.